So, liebe Zuseherinnen und Zuseher. So ein Scheiß. So, herzlich willkommen an alle, die Interesse an einem Vlog haben, zum Europapark vom Alex, der Liana und mir. Der Vlog soll so ein Probelauf sein für meine Reise nach Costa Rica dann. Da möchte ich das jede Woche machen. Ich hasse Autofahrer. Jedenfalls möchte ich einfach mal jetzt beim Europapark das ausprobieren. Und die Liana und Alex haben sich freiwillig gemeldet, dass sie auch dazukommen in Vlog. Und jetzt werde ich sie mal anholen fahren. Und dann schaut das folgende Programm so aus. Wir fahren heute in die Schweiz zu meinem Dad an den Bodensee. Und vom Bodensee aus werden wir dann morgen in der Früh Richtung Rust weiterfahren in Europapark. Das wäre eine schöne Tour durch den Schwarzwald durch. Und dann sind wir 2 Tage in Rust. Montag, Dienstag und am Mittwoch fahren wir dann wieder zurück. Alles das werdet ihr in dem Vlog sehen. Update 12.47 Uhr. Klima geht immer noch nicht. Wir schwitzen. Also, wir hocken jetzt im Auto. Immer noch, also ich zumindest. Der Alex ist auch da. Hallo, ich bin der Alex und ich bin der Kameramann. Da hinten sitzt die Liana. Die haben wir halt auch mitnehmen müssen, diesmal. Mein Auto hat sich dazu entschieden, dass die Klimaanlage halt nicht funktionieren muss, weil die letzten 4 Monate hätte ich die Heizung gebraucht. Genau, heute hat 26 Grad. Ich tue nicht pfeifen, weil meine Stimme ist am Arsch. Mittlerweile sind wir beim Mittagessen angelangt. Schmeckt's? Der Käse ist gut. Schmeckt's dir? Delicious. Ich hab leider Suppen gekriegt. Ich hab nicht mehr verdient. Er ist gefahren. Auf 1700 Meter. Wir sind immer noch auf der Suche nach meinem Niveau, das ist noch weiter oben. Also gut, wir fahren jetzt Richtung Schweiz. Wir sind jetzt in Bregenz angekommen, beziehungsweise schon weiter jetzt an den Hart. Da vorne sehen wir schon Grenzübergang, davor werden noch ein paar Leute zusammenführen. Und ein Kind, ja. Ist auch leicht. Bitte nicht. Und sobald wir dann in der Schweiz ankommen sind, wird wohl hoffentlich kein Stau mehr sein, weil die sind gewaltig auf den Sack gegangen. Ja, und deshalb sind wir jetzt in der Schweiz angekommen und jetzt geht es noch etwa eine halbe Stunde. Und dann sind wir endlich dort und dann wollte ich endlich so eine hohe scheiß Stange haben, weil jetzt brauche ich dann etwas zum Sumpfen heizen. Es bringt der Mensch, es säuft das Pferd, doch manchmal ist es umgekehrt. Alex, wie schmeckt's? Gut. Schmeckt's ja. Sehr gut. Kleines Update, wir sind mittlerweile schon im Hotel angekommen, am Bodensee, wie man sieht. Und wir haben gut gegessen, sind noch ein bisschen spazieren. Quark. Und jetzt?
Aber ganz, ganz viele Enten da, die man nicht sieht. Guten Morgen miteinander. Wir sind immer noch in der Schweiz. Auf dem Weg auf Deutschland. Ja. Und, wir haben scheiße geschlafen, zumindest Alex und ich. Ich habe perfekt geschlafen, weil ich ein Bier getrunken habe zum Abendessen. Ich sag's doch, das ist das Erfolgsrezept. Und wir haben jetzt ungefähr 2 Stunden Schwarzwald vor uns. Der Alex wird schlafen, schätze ich mal. Und ich werde Metal Montag durchführen. Jetzt das letzte Reise-Update. Wir sind angekommen. wir sind angekommen. Wir freuen uns. Erkennt man, dass wir zusammenkehren? Ich glaube nicht. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Fahren wir wieder, oder? Definitiv. Jana, wie war deine erste Achterbahnfahrt im Europapark? Es war ein angenehmer Start. Auf der Glorfire. Hätte man da sagen sollen, dass sie gleich zu Beginn von 0 auf 100 in 3 Sekunden beschleunigt? Das habe ich schon gesehen, das war das Wachseste, finde ich, von der ganzen Fahrt. Wow, du bist so stark, Felix. Wir schauen uns jetzt mal im Park an, weil wir haben jetzt ungefähr jede nice Attraktion in Form von Adrenalin erledigt. Und jetzt sucht man uns jede mögliche Form, wo wir dann noch speien auf der Achterbahn. Gibt nichts Besseres wie ein Bier am Montag um 1 Uhr. Doch. Werktag. An Hugo. An Hugo. Hoppa, hoppa. Hoppa, hoppa. Alex, zeig uns was. Außer deine Augenringe. Gibt nicht für alles. Mahlzeit. Ja, unser Abendessen hat so ausgeschaut. Aus dem Unterspargratei. Der Liana, ihr Abendessen besteht eigentlich hauptsächlich aus meiner neuen Kamera. Bist du zufrieden mit dem Abendessen? Ich bin mehr als zufrieden mit dem Abendessen. Ich bin mehr als zufrieden mit dem geilen Tag. Und das ist ein Fluss. Und dieser Fluss hat eine Fähre. Kaka! Kaka!
Alter. Oh, so, ja, Jungs, Tag 2 des Erlebnisses. Ich brauche einen Kaffee. Ja, so ein bisschen chill. Ah, ich bin immer lieb bei dem Auto, Alter. Sind ein bisschen miert noch. Und brauchen jetzt eine gute Achterbahnfahrt, um mal wach zu werden. Und ja, ansonsten haben wir gestern einen schönen Abend gehabt, oder? Ja. Ja. Ich will einen HTL Cafeteria Kaffee, weil der ist scheiße. Und Rivella. Isst einfach kein Spätzle in der Schweiz, wenn er rein mal ein abgestrichenes Raclette bekommen könnte. Ja, was soll ich mit dem anfangen? Ja, das, genau so sollte es ausschauen. Das Salatblatt nicht und die Tomaten auch noch. Ein schönes Gläschen Wein. Zum Wohl. Die Liana chillt da hinten. Übrigens haben wir die allerletzten im Park. Wir machen jetzt einfach 24 Stunden. Ja, wir, der Vlog wird heißen 24 Stunden im Park. Was war der größte Vlog? Der größte Vlog? War definitiv die Tickets zu holen. Ja. Wir haben da keine, Videos gemacht. Aber die Liana und ich haben zusammen unglaubliche 800 Tickets erspielt. 863. Mit wie viel? 25 Euro. Wir waren so gut. Außer gekommen ist ein Flummi und eine Tasse. Wir haben so eine coole Tasse, ein Flummi und ein Steinherz. Genau. Wo war das Essen am besten? Das willst du mit mir machen. Ja. Du musst auch was antworten. Spanien, Papa, das ist echt cool. Ja, aber die Kaschbarzen waren im Verhältnis, dass ich es nicht selber gemacht habe. Eigentlich echt gut.
Verkehrt war nicht schlecht. Das ist schwierig. Ja, hat nur 5 Jahre gedauert. Aber ja. Tapas, die Warte. Das Raclette, muss ich sagen, für Schweizer Verhältnisse ging auch besser. Jetzt geht's wieder heim. Was tun wir jetzt eigentlich? Jetzt gehen wir noch einkaufen. Und jetzt wollen wir jetzt einen fetten Salat von Edeka. Ich hab doch Hunger. Ich schon. Gebt einen Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Ich fand das, die Abendessen im Auto oder halt am Rhein immer sehr chillig. Die Unterkunft war nice. Beide Unterkünfte eigentlich. Hör auf. Und ja, ich freue mich trotzdem jetzt wieder auf mein Bett daheim, weil da schlafe ich besser.